Frau Wörl, wie kommt eine Frau aus Franken ans Meer? Das haben sich am Anfang auch mehrere gefragt, oh Gott, um Himmels Willen, aus Bayern. Ja. Ja, und dann für die Küste noch mit zuständig. Ja. Und eine Frau auch noch dazu. Aber ich glaube, inzwischen sind sie alle ganz froh, dass sie mich haben. Sind Sie schon mal auf dem Dampfer gefahren, auf einem richtig großen Dampfer, dass Sie sagen können, ich habe Ahnung von dem, worüber ich rede? Ich glaube, man kann auch Ahnung haben von dem, ohne dass man auf dem Dampfer gefahren ist. Aber ich bin natürlich schon auf großen Schiffen gefahren. Auch schon mal hier? Ja, ich glaube, auf kleinen öfters als auf großen. Ist die Gefahr, dass Sie irgendwie seekrank werden oder so? Sie überstehen die Fahrt auch da? Also ich werde es überstehen. Ich glaube nicht, dass heute noch ein großer Sturm oder ein Taifun hier kommt. Also wir werden es nicht hoffen. Sie sind eigentlich in der Politik tätig und ich sag's mal so, Sie hätten es aus finanzieller Sicht mal ganz offen gesagt eigentlich nicht nötig, sich so viel zu engagieren. Was treibt Sie eigentlich an, so viel Politik zu machen? Ich bin ja spät in die Politik gekommen. Also ich bin nicht der typische Politiker, der geklebt hat, sondern sehr, sehr spät. Und ich bin heute, glaube ich, schon mit großem Engagement dabei. Also mich können Sie jetzt nicht auf einen großen Luxusliner einsperren und so nach dem Motto, jetzt ruh dich mal auf. Also ich würde leiden darunter. Also ich liebe meine Arbeit, ich mag es wirklich gerne. Was ist es denn, was Sie antreibt? So der the sweet smell of success, so ein bisschen der süße Geschmack des Erfolges? Ja, oder ja, macht sicher, auch, ja? Sicher. Es muss ja? Es doch sein. Ja. Man arbeitet gerne, man will auch Erfolg haben, man will sehen, dass man was erreicht hat und es treibt uns schon an. Aber was wollen Sie später noch mal machen? Was sind so Ihre Ziele so als nächstes? Ach, ich habe viel vor. Ja, sagen Sie ja, mal. Ich habe so, so viel vor. Erstens würde ich nicht gerne weiterarbeiten. Ja. Es ist ganz klar, es macht mir wirklich viel, viel Freude, in meinem Bereich Technologiebeauftragte zu sein, maritime Koordinatorin zu sein, viel für den Mittelstand auch hier seit Jahren unterwegs. Aber ich muss sagen, auch soziale Engagement, das ich ja länger mache wie die Politik und der Tierschutz, über 20 Jahre, meine eigene Stiftung für Kinder in Afrika. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel zu tun. Was muss man als Politikerin haben? Spielt da auch das Aussehen eine Rolle? Spielt da auch die Kleidung, die Eleganz eine Rolle? Oder ist das für eine Frau in der Politik eher nicht wichtig? Gab es immer so einen schönen Spruch, eine schöne Frau ist dumm oder wäre dumm, wenn sie auch noch gescheit sein will. Und blond, also, und blond dazu, okay? Also das gilt heute nicht mehr, muss ich sagen. Aber Bonus bestimmt nicht. Bonus bestimmt nicht. Im Gegenteil, ich glaube, sie müssen immer ein bisschen mehr tun, weil ein bisschen Vorurteil ist immer da. Aber sozusagen, mir hat es nicht geschadet, aber Bonus, nein. Hinsichtlich Kleidung muss ich sagen, also ich sage, jeder soll sich kleiden, wie er möchte, aber ich glaube auch, man sollte ein bisschen Vorbild sein, auch als Politiker, hinsichtlich Stilfragen und manche Politiker, naja gut, lassen wir das dahin stehen. Wie einfach hat es eine Frau in einer Männerpartei, sage ich mal, wie der CSU? Ich würde sagen, inzwischen gut. Inzwischen gut. Als ich angefangen habe, war es noch ein bisschen schwieriger. Also ich habe angefangen, da hat es geheißen, ja, ich müsste jetzt in den Gesundheitsausschuss oder in Familienausschuss. Ich habe gesagt, nein, ich will Wirtschaftspolitik machen. Ich bin Wirtschaftspolitiker, komme von der Kommunalpolitik, von der Wirtschaft. Und ich hatte Glück gehabt, das Einsehen war da und seitdem bin ich in der Wirtschaftspolitik. Durchsetzungsvermögen haben Sie, nicht? Ja, so ein bisschen mit Ellbogen auch, oder? Doch. Wenn es darauf ankommt? Doch. Ich glaube, das braucht man auch in der Politik. Wenn man aus Franken nach Berlin kommt, hier ist es recht beschaulich auf der Spree, aber recht quirlig. Hängt Ihr Herz so ein bisschen noch an Franken? Wie nimmt es die Familie eigentlich, dass Sie immer weg sind? Also ich bin Fränkin durch und durch. Ja. Also meine Heimat ist Franken. Ich bin nicht sehr Bayerin, nicht Bayerin? Ich bin Fränkin, Bayerin. Und Deutsche und Europäerin. Das können wir noch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Laufbahn. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön.